Sie können Ihre Hände übrigens jetzt herunternehmen. Erzählen Sie bitte weiter. Diese Kreaturen, auch wenn ich einige von ihnen schon seit Jahrzehnten kenne, das sind keine Menschen mehr. Sie haben mich nicht mehr erkannt. Ich habe mich in meiner Wohnung verbarrikadiert, aber da haben sie mich schließlich auch gefunden. Ich konnte durch das Fenster sehen, wie sie kamen, um mich zu holen, aber dann hörte ich auf einmal Schreie und sie verschwanden. Ich sah nochmal durch das Fenster. Da waren zwei Männer, die kämpften mit... Womit? Es ist schwer zu sagen. Entweder hatten die beiden auch den Verstand verloren oder sie haben mit einem unsichtbaren Gegner gekämpft. An Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es sah aus, als kämpften die Männer nur gegen Luft. Dann wurde ihre Haut plötzlich grün. Sie fassten sich an die Kehle und rangen nach Luft. Sie fielen um und regten sich nicht mehr. Ich nehme an, sie waren sofort tot. Haben Sie Uniformen getragen? Solche wie wir? Wie viele Männer haben Sie insgesamt gesehen? Ja, solche wie Sie. Es waren nur zwei. Ich glaube, die kamen aus der Kanalisation. Ich kann Ihnen den Weg dorthin zeigen. Wenn ich hier bleibe, werden mich die Monster früher oder später finden. Also kann ich Ihnen genauso gut helfen. Ich kenne mich hier ganz gut aus. Also gut. Denken Sie daran, dass Sie ruhig sind und uns nicht im Weg herumstehen. Sie könnten sonst leicht in unsere Schussbahn geraten. Sie sind sich absolut sicher, dass die beiden allein waren? Kein dritter Mann, keine Frau? Es ist für uns äußerst wichtig, dass wir sie finden. Todsicher. Nein, weder bei dieser Gelegenheit noch bei einer anderen habe ich diese Leute gesehen. Sie sind seit Tagen die ersten menschlichen Gestalten, die ich zu Gesicht bekomme. Und ich danke dem allmächtigen Schöpfer dafür, dass er sie zu mir geführt hat. Nun gut, verschwinden wir. Moment, ich habe noch etwas für Sie. Money. Einen Zettel, den ich bei den Leichen gefunden habe. Ich dachte, er ist vielleicht wichtig und da habe ich ihn behalten. Sie haben die Leichen durchsucht? Nein. Mir ist nur bewusst geworden, dass ich ohne Essen nicht lange überleben würde. Und ich dachte, vielleicht finde ich ja etwas Essbares oder vielleicht ein Gewehr. Deshalb bin ich aus meinem Versteck gekommen. Aber bitte, hier ist der Zettel. Ich kann das nicht lesen. Es ist Russisch. Ovitsch, vielleicht versuchen Sie es. Okay. Hier steht... Kosov weiß alles. Diese Leute sind ihm egal, aber mir nicht. Wenn ich die Matrix-Disks beschützen kann, könnte ich diesen Albtraum vielleicht rückgängig machen. Aber Kosov wird die Disks zerstören, wenn er sie findet. Er würde alles tun, um sein Geheimnis zu schützen. Ich habe die Disks versteckt. Eine im Hafen, eine in der Nähe der Monumente, zwei in der Stadtmitte. Heute Nacht werde ich versuchen, sie zusammenzusammeln und zum Labor zu bringen. Aber Kosov hat für heute Nachmittag ein Treffen mit mir verabredet. Ich habe Angst, dass es mein letztes wird. Keine Unterschrift. Ob das eine Finte ist? Man nehme vier Disks und ein Labor, dazu eine Prise Monstrositäten. Dieses Rezept gefällt mir nicht. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gebeten, Ovitsch. Egal, welche Gründe dieser anonyme Schreiber auch hat, wir müssen diese Disks unbedingt finden. Danke, Vasili. Sie wissen gar nicht, wie wertvoll diese Information noch sein kann. Okay, gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zwei Mitglieder von Group One sind vielleicht noch am Leben. Oh, gleich ein Kampf, das ist nicht gut. Oh nein! Verdammt, heute ist wirklich nicht mein Glückstag, eh? Das erinnert mich an einen Hinterhalt im Kaschmir-Konflikt vor ein paar Jahren. Nur, dass die Inder weit hübschere Burschen waren als diese Gesellen hier. Und sie rochen auch besser. Haltet euch von diesen Fässern fern. Sieht nach Benzin aus. Oh, das können wir doch bestimmt nutzen. Wie machen wir das? Ovitsch, Feuer. Ah, das Ding war feuergeschützt. Ja, Feuerschutz. Okay, Ovitsch. Rückzug. Wo kommst du hin? Da kommst du hin. Okay, Ovitsch, Rückzug.
du Baseballschläger. Und Rückzug dahin. Du hast gar nichts. Ja, den hätte ich eine Pistole in die Hand gedrückt normalerweise. Du kannst nirgendwo hinlaufen, wo er nicht hin... Na doch, da kannst du hinlaufen. Okay, dann lauf mal dahin, hau ihn. Knopf. Und er kann 1-2 Felder gehen. Also da oben bist du sicher? Jo, bist du. Okay. Du hast ein Problem. Ah, die können auch nur 1-2... Da? Nee. Da hinten ist er eventuell sicher. Die können anscheinend nur 2 Felder gehen. Aber ich verstehe nicht ganz. Guck mal hier. Da ist er 1-2 Felder. Aber hier, nach oben, 1-2-3 Felder. Hm. Du hast nur noch einen Schuss. Dann wechsel auf die Pistole. Schieß auf ihn. Und geh dahin. Und er kommt bis dahin. Also drehst dich bitte nach da. Du wirst gleich gebissen. Nicht so schön. Genau, du wirst auch ge... Was? Ich dachte, du kommst da nicht ran. Du... Ach, du... Da ist ja noch einer. Das sieht echt nicht gut aus. Du gehst mal nach unten, damit er nicht schießt. So. Zug beenden. Das heißt, eigentlich müsste nur die Sphinx ihn da oben angreifen können. Für 8 Schaden. Ja, das ist vertretbar. Der Nahkämpfer blockiert gleich den Weg oben bei... Oh! Ne, stimmt. Der Nahkämpfer haut ihn. Für 24? Ach, 19. So. Du schießt auf Sphinx. Ziehst dich dann zurück, aber das bringt nichts. Könntest also eigentlich auch einfach stehen bleiben. Und du bist aber mal ein Kugelfang und haust mit drauf. Eventuell wirst du ja gebissen. Das ist dann nicht so schlimm. So. Ihr beiden. Axt. Oh, Schrotflinte im absoluten Nahkampf. Aber der hat eine Medium-Rüstung. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Gucken wir mal. 16 Schaden. Okay. Baseballschläger. Kablam. Auch nicht so viel. Und er kann nächste Runde auf uns schießen, außer ich gehe mit ihm in Deckung. Also eventuell geht er da hin und schießt dann nach da. Also gehe ich hier hin. Hier müsste er in Deckung sein. Ja, ja, ja. Also, Ovic hat ein Problem. Aber das ist halt Ovic. Oh. Er kriegt schon wieder 24. Warum hat der Chef nur 19 bekommen? Hm. Ah, und der Opa wird getroffen. Und das Ding zieht sich zurück. Sehr gut. Opa, lauf hinterher und hau die Sphinx. Knopf. Du, lauf hinterher, damit das Ding die nicht in den Rücken haut. Und schieß auf die Sphinx. Okay. Immer noch nicht genug. Du. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 12. Gehst dahin und schießt. Den tot. Und du. Was machst du? Schießt einmal mit der letzten vorletzten Kugel auf ihn. Und kriegst ein Level up. Okay. Absolut entspannt, das ist okay. Könnte trotzdem noch 2 Punkte vertragen. Und
und mehr Genauigkeit. So. Du. Wenn du dahin gehst, müsstest du sicher sein. Das heißt, es wird auf Ovic geschossen. Ah ja, so. Und er hier kann noch einmal beißen, aber nächste Runde wird er vom Opa... Nee, er wird nicht vom Opa schlagen, sondern von Trantin. Damit Trantin die Erfahrungspunkte bekommt. Weil ich denke, der Opa wird nur kurzfristig in der Gruppe bleiben. So. Der Tiger hat einmal rum. Opa wird wieder gebissen. Genau so muss es ablaufen. Oh, und er konnte nicht schießen. Also sie können wohl schießen, die Dinger, aber die haben nur eine sehr begrenzte Reichweite. Das ist sehr gut zu wissen. Trantin, lauf hinterher, hol dein Bajonett, messer den da. Sehr gut, lauf nach da. Opa, lauf hinterher. Du, Ovic. Flammenwerfer ist bereit. Geh dahin, verbrenn ihn. Die da sind nämlich nicht feuerresistent. 18 Lebenspunkte. Er kriegt nächste Runde 15 Schaden. Das heißt, Baseballkeule. Bye bye. Du stirbst am Feuer. Das heißt, der einzige wirkliche Gegner ist noch diese Sphinx da. Bisher. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Kaputt. Sphinx kommt in unsere Richtung. Oh oh. Das ist nicht schön. Das ist absolut nicht schön. Du Messer, den Gassier. Und läufst dann hoffentlich weit genug weg, dass er dich nicht abschießen kann. Aber wird er höchstwahrscheinlich können. Deswegen schmeißt sich der Opa heldenhaft in den Weg. Haut den und läuft dann hinterher. Und du schießt ihm in den Rücken. Ich hoffe wirklich, dass das ein temporärer Char ist. So, du nimmst eine Pistole. Musst aber näher ran. Okay. Musst dahin. Schieße die Sphinx. Der kommt nicht ran. Gut, du gehst dahin. Oh. Du wartest einfach. Genau, kommst nicht ran. Du gehst dahin und warum schießt du nicht? Du bist sehr komisch. Opa, hau. Drei Schadenspunkte sind echt nicht viel. Du dahin. Pistole, schieß. Du gehst dahin, du gehst dahin. Da kommt die Sphinx nicht ran, ne? Nee, okay. So, die hat noch 34 Lebenspunkte. Das ist ein bisschen was. Aber wir haben noch recht viel Verbandszeug. Das heißt, wir gehen einfach mal in Nahkampf mit dem Viech. Mit Baseballschläger und Axt. So, ziehen uns auch nicht zurück. Und du haust noch von der Seite für hoffentlich mehr Schaden. Ja. Plus 2, weil von der Seite. Okay, das macht also wirklich einen Unterschied. Das sollten wir in zukünftige Taktiken mit einbauen. Alle haben was gemacht. Jupp, beenden. Ovic. Oh, Gegenangriff, sehr schön. Kaputt. Du haust Opa. 14 plus 4. Ist vertretbar. Noch. Lange hält ihr das auch nicht mehr aus. So, Opa, hau, Gassier. Und geh weg. Du, schieß, Gassier. Ovic, Flammenwerfer. Jupp. Ah, aber kommt nicht so weit. Okay, du dahin. Schrotflinte. Gassier. Verfehlt. Das ist mau. Du dahin. Kannst du noch weggehen? Nein. Eventuell könnt ihr jetzt gleich beide gleichzeitig angreifen. Mal gucken, ob das geht. Er schießt einfach. Auf beide. Das war echt nicht gut.
Und er läuft weg. Schieß auf ihn. Gut, 5 Lebenspunkte noch. Du stellst dich jetzt nicht direkt neben ihn, sondern davor. Und machst hoffentlich 5 Schadenspunkte. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Habe ich erwähnt, dass ich Muni brauche? Er hat auch Erfahrungspunkte bekommen. Also vielleicht ist er doch wichtiger, als ich dachte. Oh, eine neue Notiz. Ich beobachte euch. BT6213. Ah, das ist dieselbe Nummer, die wir vorher auch hatten. Ich wollte mir gerade wieder notieren. Also ist das die Identität von der Person? BT6213? Vielleicht irgendein Forschungsobjekt? Gut, müssen wir gleich mal gucken.